Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part News über Leechy U. Zuckerwattenwolkenzone Schlosskraftprobe mit Bowser Jr. Hier kommt wahrscheinlich am Schluss auch noch ein Endfight, aber wir haben jetzt schon die ersten zwei Starcoins hier geschafft, Deck zu sammeln, wie man sie kriegt, wie auch immer. Und wir sind gerade dabei, den zweiten Teil zu zocken. Die zweite Szene. Also den zweiten Teil halt. Den zweiten Abschnitt sozusagen, da sind wir letztes Mal gestorben. Jetzt haben wir einen Eichelpilz, ob der uns viel hilft. Lässt sich streiten, ob der uns viel hilft. So hilft er uns nämlich auf jeden Fall nicht. So. Bye-bye. Da sagt auch der Luigi schon bye-bye. Weil er schon sein Leben aufgibt, quasi. Also, mir macht Spaß, die Folgen alle vorzuproduzieren, ja. Ist irgendwie so cool. Irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht so. Ne? Also irgendwie cool, weil man immer wieder sieht, man hat Erfolge gemacht. Wir haben das Spiel hier schon fast durchgezockt. Also, das Spiel will ich hier mindestens, also nicht heute durchzocken, aber... Ah. Wir chillen jetzt ja einfach unten. So, hier haben wir das Item. Hier aufpassen, dass wir jetzt nicht erquetscht werden. Okay. Und oben befindet sich jetzt irgendwo die dritte Starcoin. Und da dürfen wir jetzt nicht zu überreifig reagieren. Ich habe gesagt, nicht zu übereifrig reagieren. Das verstehen Sie also unter übereifrig reagieren, ja? Dritte Starcoin. Sagt gar nicht, aber ja gut. Holen wir, das ist hier gleichzeitig auch noch der Flashback-Part wahrscheinlich. Das heißt, wir werden in diesem Part wahrscheinlich auch noch die Starcoins und so holen. Ich muss gucken, ob ich ihn dann Flashback-Part nennen kann oder nicht. Okay, das war schon mal... Das war schon mal ein Riesenfehler. So, er hatte schon mal einen Treffer. Ich erinnere mich ja übelst an diesen Bosskampf. Den hatten wir ja auch. Da bin ich auch so mega lange. Verzweifelt, jetzt kommt aber die letzte Stufe und ich habe nur noch ein Leben. Kann ich gleich eigentlich auch mal im Internet nachgucken, wo hier die dritte Starcoin ist. Das mache ich auch gleich mal, weil ich sie ja nicht gefunden habe gerade eben. Ich bin einfach nur dumm. Naja, wir müssen jetzt unser Item möglichst behalten. Also unseren Pilz für den Endkampf, weil der Endkampf ist halt auch nicht der easyste, der leichteste. Also der Endkampf ist halt nicht der leichteste, ne? Deswegen hier möglichst meine Eiche mitnehmen, die jetzt hoffentlich noch angerollt kommt, ja. Eigentlich gehen die hier fast alle Bahnen, jetzt ein bisschen hier auf die Kanonen achten. Jetzt ein bisschen auf die Hand achten, jetzt wieder auf die Kanonen, die hier kommen. Damit die uns möglichst nicht umbringen. So, wir haben unser Item noch. So einfach, der Level ist so einfach. So, hier. Einfach unten lang laufen. Das ist quasi gar keine Kunst. Das ist mehr Babykacke als Kunst. Hier würden wir ja sogar jetzt noch ein Item kriegen, aber das brauchen wir nicht. Und jetzt müssen wir einfach nur noch den Bosskampf hinkriegen.
Da rastet er auch schon aus. Ich nenne diesen Part dann aber übrigens nicht Flashback-Part, weil ich finde, dass... Oh, wir hätten ihn jetzt auch schon am Kopf treffen können, naja. Weil ich diesen Part irgendwas mit Bowser Jr. nennen kann. Das war jetzt sein zweiter Treffer. Fehlt nur noch einer. Jetzt ist hier aber fast alles schon kaputt. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Und er wirft diesmal auch 3 Bomben. Aber das war auch schon der dritte Treffer. Und sonst war es das mit dem Bosskampf. Wir sind ein Gewinner. Das müssen wir natürlich. Wir müssen Mopsy noch holen. Fällt mir gerade so ein. Plötzlich geht alles kaputt. Wir fliegen nach unten. Was passiert? Was geht hier ab? Kommt jetzt nochmal ein zweiter Bosskampf. Die Bowser-Kralle, Hand. Will uns wieder töten, aber wir rennen weg. Ich glaube, beim ersten Mal sind wir ja runtergesprungen. Und die machen ihr eigenes Schiff kaputt. Lol. Dumm. Das war natürlich eine sehr dumme Aktion. Das Schiff stürzt sogar ab. Mein Videogamepad vibriert. Wir freuen uns. Ja klar, wir freuen uns. Da ist Bowser Junior. Was macht er? Dezent ausrasten. Und in den Nebel verschwinden. Ich glaube, wir können jetzt auch schon in den Nebel rein. Ja, genau. Da ist eine Brücke gebaut. Ich werde zurück, um Mopsy noch zu holen, deswegen. Hier hatten wir jeden Level vollständig, ne? 100%. 100%. 100%. 100%. Also hier gibt es vielleicht noch ein Secret Exit, ich weiß es nicht. Ich hab's schon wieder vergessen, es ist halt zu lange her. Aber ja, wir gehen mal in den Rebe rein und gucken, was uns da erwartet. Peach Schloss. Die letzte Welt wahrscheinlich. Da haben wir Peach und Bowser Jr. Sie schreit auch mal Luigi, nicht Mario. Ja, wir müssen aber nochmal zurück in die Welt, weil wir da noch Sachen sammeln müssen in der Zuckerwattenwolkenzone, ne? Wie wir aus dem Tornado rausgeschossen werden. Wir holen erstmal Mopsy, weil das geht am schnellsten. Weil ich da mein Item gleich verlieren kann, ne? Genau deswegen. Da haben wir ihn, kriegen jetzt auch nochmal ein super Eichel. Eine Power-Eichel meine ich natürlich, die Super-Eichel ist die normale, aber das ist die Power-Super-Eichel oder Power-Eichel, je nachdem wie wir sie nennen. Zack. Du hast Mopsy in jeder Welt erwischt, herzlichen Glückwunsch, das heißt, in Peach Schloss ist keine Welt. Oder es zählt einfach nicht dazu. Mopsy kann da einfach nicht rein, ist auf jeden Fall schön. Und hier fehlt uns die erste Star-Coin und ich werde gleich mal nachgucken und dann werden wir die holen. YOLO. Mal wieder unmenschlich, beziehungsweise, wie soll man auf die Idee kommen, dass da eine Starcoin sein soll? Naja. Ich will den Entwickler mal nichts vorwerfen, aber... Ja gut. Das ist schon echt ein bisschen unnormal, dass da eine Starcoin ist. Hier war ja die erste. Hier war ja die zweite. Die dritte ist einfach mal hier. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee, die dort zu verstecken? Ich weiß es nicht. Oh. Ist natürlich jetzt nicht so geil. Der normale Luigi rutscht auch noch mehr.
Hey, das ist cool gemacht. Der Schluss ist ja cool gemacht. Naja, hier haben wir jetzt das Starcoin. Sehr schön. Wird ein etwas kürzerer Part wahrscheinlich. Wenn wir die jetzt schnell kriegen, sei denn ich verzweifle wieder Jahre an das Starcoin. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch ein Secret Exit gibt, deswegen. Hier fehlt uns die dritte Starcoin. Ja gut, die dritte Starcoin hätte ich jetzt hier gefunden, hätte ich auch ein bisschen mehr nachgedacht. Man muss ja einfach, darf einfach die ganze Zeit nicht pausieren, man muss einfach die ganze Zeit laufen. Ihr wisst ja, glaube ich, noch die Stelle. Ich weiß auf jeden Fall noch. Nein, ich weiß nicht. Ich habe mir das Ding bloß gerade eben angeguckt und das war mein Eichel. Aber hier gibt es ja zum Glück rote Münzen, grüne Münzen, rote Münzen. Farbenblind bin ich jetzt auch schon. Alter, dank Eichelpilz konnten wir uns retten. Hier natürlich einfach nur laufen. Hier musst du dich halt von dem töten lassen. Es geht halt quasi nicht anders. Oh fuck. Das ist halt einfach voll mies, dieses... Die Szene ist einfach voll mies. Wie war das? Ich brauche an einer Starcoin 10.000 Jahre. Wenn ich noch eine an einer Starcoin 10.000 Jahre Parte brauche, wird dieser Part doch noch länger. Ich meinte diese Starcoin. Jo. So richtig unnormal. Jetzt kommt Mopsi wieder in der ersten Welt. Schön. Also wenn wir Power-Eiche brauchen, da liegt auch rechts noch eine normale Eiche, dann kommen wir in die erste Welt zurück. Falls wir die für Peach Schloss brauchen, aber momentan haben wir noch genug Items. Im Petto. Die gute Laune Musik ist nicht so gut für meine Nerven. Mann, ich glaube, das ist. Ich hoffe mal, das ist die letzte Starcoin, die wir hier brauchen in dieser Welt. Es gibt vielleicht noch ein Secret Exit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Als Secret Exit Level spielen wir dann wahrscheinlich im nächsten Part oder so. Wir müssen den vielleicht noch freischalten, wenn überhaupt, ob wir den hier noch freischalten kriegen, weiß ich nicht. Ich würde schon gerne hier diesen Eichelpilz bekommen, weil können wir gleich durch und ja. Kann ich gleich mal diesen Level hier machen. Ich bin halt jetzt noch geflogen, das war, ich weiß nicht, ob es so praktisch ist. Nein, das ist so mies, das ist so, wie schneller, weil ich diese eine Sekunde mit dem Flughörnchen geflogen bin, Leute. Weil ich diese eine Sekunde von dem Reifen auf, oh, das ist die schwierigste Starcoin bis jetzt. Meiner Ansicht nach ist das die schwierigste Starcoin bis jetzt. Komm her, Flughörnchen. Fick uns doch, Flughörnchen. Nee, wir haben es gefickt. Okay. Weil ich hier diese eine Sekunde... Ah, einfach mal warten. Schon haben wir mehr Zeit. Oh. Jetzt aber nicht hier verrecken, ja, Leute. Ich habe gesagt, jetzt nicht verrecken und ins Ziel. Jetzt würde uns ja anzeigen, ob wir alle Starcoins gesammelt haben von dieser Welt. Wenn es keine Secret Exit gibt. Exits. Entschuldigung. Es gibt keine Secret Exits in dieser Welt. Alle Sterne sind aus der zuckerwandten Wolkenzone gesammelt, wofür das wohl gut ist. Das Krasse ist halt einfach, wenn ihr euch jetzt die Übersicht anguckt, hier gibt es einfach keine Secret Exits. Aber hier in der fünften Welt gab es so viele Level und 4 Secret Exits oder so. Und ja, das ist echt schon krass. Ja, wir fliegen in die nächste Welt und ich würde sagen, mit der geht es dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein.
Ich weiß, der Part ist jetzt ziemlich, glaube ich, ein bisschen kurz geraten, weil ich hier noch was rausschneide. Ich habe bisher 18 Minuten auf meiner Uhr. Der wird dann vielleicht nur 14 Minuten, aber naja, ein kleiner Flashback-Part. Kleiner Part für zwischendurch. Wir haben ja viel geschafft. Sondern würde ich sagen, ihr freut euch auf den nächsten Part mit Pikachu Schloss. Bis dann und ciao.